kommt der Hofreiter immer mit seiner tollen Story vom Christkind, der mir dann die Alpenfels erzählt, jetzt überall. So, jetzt überlegt ihr mal, es waren 5 Millionen Elektroautos. Wo tranken die? Jetzt erzählt er dann, wie er da tankt und dass der im Sackwort reinpasst. Jetzt nimmt man die ganz normale Tankstelle, wie wir sie heute haben. Da haben an großen Stellen Tankstellen vielleicht 10 Autos, können da tanken auf einmal. So, jetzt dauert es aber bei denen 20 Minuten. So, jetzt. Wie soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Aber die Leute sagen, ab 2030 kann man das alles machen. Das sind doch Schwachsinnstermine. Wenn mich einer fragt, erklärt sie mir mal, wie sie das machen zu dem Termin. Das kann ich nicht ansatzweise. Wie kann man denn so ein Zeug sagen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es sogar einer, keine Ahnung. Aber wir müssen uns doch um kümmern, dass es überhaupt funktioniert und nicht radikal. Ihr könnt es machen, macht es, ist mir egal. Dann seid aber mit 6% oder 8% einfach zufrieden. Ich war im Parteirat, habe ich 10-mal gesagt, und dort war es okay, könnt ihr so beschließen, seid mit 8% zufrieden. Dann jammert nicht rum und lasst mich in Ruhe. Und macht euren Wahlkampf selber. Und ihr habt immer nur irgendwas im Kopf, ohne dass ihr mal den Gesamtprozess seht. Aber ich könnte ja auch machen, aber ich als Ministerpräsident mag das. Ja, Winfried, die unterschiedlichen Rollen sind mir völlig klar. Fraktion, Bundestag bedienen unser eigenes Klientel und versuchen das zu vergrößern.